Der Prophet a.s. sagte, eine Person ist auf der Religion oder auf dem Weg seiner engsten Freunde. So soll jeder schauen, wen er sich zum engsten Freund nimmt. Jetzt der nächste Hadith wieder. Da gibt der Prophet das Beispiel von jemandem, der bei einem Schmied sitzt und jemand, der bei einem Misk-Verkäufer. Du weißt, was Misk ist. Das ist so wie Parfüm halt, ne? Der, Oh. der bei einem Schmied sitzt, was passiert? Entweder seine Kleidung riecht danach, nach diesem Verbrannten, oder es kommt ein Funke auf seine Kleidung. Der, der bei dem Mistverkäufer sitzt, entweder der Mistverkäufer gibt ihm was ab, oder er riecht danach gut, oder er profitiert einfach von dem schönen Geruch. So ist das, wenn man mit einer guten Person zusammen ist, oder wenn man mit einer schlechten Person zusammen ist. Der Freundeskreis hat oft einen großen Einfluss. Schaut, dass ihr mit Leuten unterwegs seid, die positiv sind, die etwas aus ihrem Leben machen wollen, aber im positiven Sinne. Nicht Leute, die den ganzen Tag nur über Unzucht reden, über Drogen reden, über Party reden, über Leute abziehen reden. Versucht mit Leuten unterwegs zu sein, die ein Ziel, ein positives Ziel im Leben haben.